Willkommen zurück. Wir wollen heute einmal ins Versteck der Mutanten einsteigen und hier ein bisschen aufräumen und natürlich auch mal schauen, was das denn hier für Mutanten sind oder ob uns jetzt auch so die ersten Xenos über den Weg laufen. Mal sehen. Ich bin gespannt. Erst einmal wie immer plündern. Das ist das Wichtigste. Na, kommen wir da gar nicht ran? Doch, so. Dann können wir auch wieder ein bisschen Ruf farmen bei den ganzen Fraktionen. Neue Sachen einkaufen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das passiert. Na, die Mutanten sind eher ganz normale Menschen, oder? Ja, okay, die haben ein bisschen was auf dem Kopf in Form von Hörnern oder irgendwas der Art. Da haben wir den stärksten mit 136. Der Rest ist eher normal. Gut. Wo platzieren wir die erstmal hin? Wir brauchen zuallererst unsere Tanks. Die sollen alles an Damage abfangen. So, die kommt dahin. Na, Pascal, haben wir hier keinen Platz für dich? Doch. Ja, das Platzieren ist manchmal ein bisschen knifflig. Na? So, jetzt. Okay, alle sind platziert. Und Pascal darf loslegen. Ja, erst. Ah, wir haben zwei von den dicken Mutanten. Ja, erstmal dürfen die ganzen Gegner angreifen und dann wir. Okay, dann werden wir erst einmal Defense aufbauen. So, hier nochmal ein bisschen buff-technisch für uns. Habe ich die Möglichkeit, irgendwo was zu platzieren? Ja, aber die haben keine technischen Dinge. Dann erstmal eine Schwächung auf ihn hier. Und eine auf den, der wird schnell umkippen, aber egal. So, jetzt darf Madame. Schauen wir mal, das kann sie natürlich nicht platzieren. Wenn ich sie jetzt hier hinstelle, das kann natürlich gefährlich werden. I am a navigator, not a servitor. So, für uns erstmal ein bisschen Defense. Me, if you insist, Lord Captain. Oh. Gut, alle zusammen. Ja, unseren Tank werden wir auf jeden Fall erwischen. Das ist nicht gut. Do not dare ask. Isn't this a job for the serfs? Dann da noch mal ein bisschen runterhauen. Was machen wir jetzt? If I may. So, erst einmal. Ja, das bringt aber auch nichts. Wobei doch. Nee, doch nicht. Wir können die auch nicht.
Nicht tanken, sondern nicht spotten. So, hier mal ein bisschen erhöhen. All too easy. Was machen wir mit ihr? Mit ihr hauen wir nochmal ab. Step aside. Nicht, dass sie hier noch umgehauen wird. Ah, shit, auf Idira. Gut, erstmal weg von der Seuche. Das packen wir auf den Tank, aber er ist hier der Erste, der dran ist. Also nehmen wir erstmal dort was drauf. Ja, da hinten metzeln wir... Ah, shit, die können wir nicht erreichen. Ich kann nur die hier erreichen. Aber dann... Ja, ballern wir entweder auf ID, ja, auf beide oder nur auf den Tank. Ne, wir haben hier niemanden dicken, den wir schwächen können. Schauen, als nächstes ist Ebola dran. Wir können den Schrei machen, aber da kann sie potenziell drauf gehen. Ja, super. Aber sie hat pariert. Die stehen hier schön auf einem Haufen, das ist wunderbar. So. Nee, er soll erstmal weitermachen. So, dann Schmerzen unterdrücken. Dann soll er tanken und zwar alle, die hier sind. Nee, der eine ist ein bisschen zu weit weg. Den werden wir nicht bekommen. Den dicken können wir ankratzen und den anderen, der Idira angegriffen hat. Und die hinterlassen Gift. Shit. Jetzt habe ich alle vollgegast hier. Oh Mann. Okay, gut. Dann schauen wir mal. Erst einmal. Ist hier auf dem Fleckchen Gas? Ja, das reicht aus. So, erst einmal weg hier. So, das war's. Dann machen wir noch mal Run and Gun. Achtunddreißig ist ein bisschen wenig. Doubt is for the weak. Na verdammt, ich hätte lieber das Kopfgeld einfordern machen sollen. Nicht gut. Aber okay, dann düsen wir nochmal weg. Gut, Mr. Tank. Dann machen wir hier auch nochmal Schmerzen ertragen.
Die sind sowieso alle schon getankt, ne? Already done. Ja, der wird... Okay, der hat kein Gift hinterlassen. Sehr schön. Dann können wir hier alle tanken. Okay. So, wenn er hier hingeht, ist er aus dem Gift raus. Kann auch noch mal... Oh, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber die beiden kriegen wir. Oh, ich glaube, ich habe schon wieder nicht den Plasma-Werfer erwischt. Shit. Gut, wieder ein klassischer Fail. Noch mehr Schwächung drauf. Sie kann ihn hier erwischen. Erst einmal. Yep, wunderbar. Und jetzt weg mit dir. Dann ist sie schon mal safe. Und die Reihe hier haben wir gespottet. Das Einzige, was wir noch nicht gespottet haben, sind die beiden hier rechts. Ja, die sind aber auch ein bisschen stärker. Und der hier hinten... Da ballern wir auch nochmal eine Schwächung drauf. Ja, sehr schön. Na, shit. Müssen mit ihr jetzt hier, glaube ich, mal ein bisschen rabiater vorgehen. Wir erwischen natürlich nicht jeden. Oh, das Chaos ist ziemlich hoch. Das habe ich zu spät gesehen. Aber egal, ein bisschen was zersplasht und der dicke Infizierte hier ist auch schon fast down. Sehr schön. Sehr nice. Gut, Abela ist hier am Start. Erstmal hier wieder raus. Kann hier leider niemanden anstürmen. Erstmal Schmerzen ertragen. Dann hier hinten wegspotten, so dass niemand nach hinten durchkommt. Und dann können wir zumindest mal anfangen, ein bisschen Damage zu machen. Ja, unser Under Tank hat pariert. Sehr schön. So, von hier kann sie auf jeden Fall auch wieder jemanden angreifen. Das sieht gut aus. Einen getötet, den anderen angekratzt und wieder Krankheiten verbreitet. Mann, 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 Mann. So, von wem wollen wir das Kopfgeld eintreiben? Von dem hier oben, dann ist er auch schon mal weg. Oh, leider nicht getötet. Na, durchdringende Schüsse kennen wir schon. Ja, Gemetzel nehme ich mir für die nächste Runde.
Den da oben können wir töten, aber ich will hier erstmal versuchen durchzukommen. Genau, dann können wir hier auch ein bisschen Platz für Ebela schaffen. Keine Aktionspunkte mehr, aber er hat hier alles gespottet. So, der Gegner ist down. Ja, das mit dem Gift ist richtig kacke. So, Plasma. Aber dieses Mal richtig. Dann greifen wir mal die hier hinten an. Schwächung drauf. Hier auch nochmal eine Schwächung drauf. Dann können wir jetzt draufballern. Danach haben wir nochmal einen Aktionspunkt mehr. Sie kann die drei hier ein bisschen brutzeln. Unser Haupttank bekommt eventuell ein bisschen Schaden, aber so ist das Leben nun mal. Nochmal eine Schwächung drauf. Shit, jetzt habe ich nicht auf die Aktionspunkte geachtet. Ist aber eventuell auch gar nicht so schlimm, weil wir echt viel Chaos haben. Mal eben schauen, kann sie hier ein bisschen was machen? Nee, nicht wirklich. Ja, dann kann sie dahin. Sie kann aber nee, nicht im Sichtfeld, hätte ich alles vorher machen sollen. Gut, sie ist dran, aber wir haben hier volles Chaos. Ja, sie kann hier ein bisschen was brutzeln. Ach komm. Geben wir uns dem Chaos hin. Wenn es passiert, passiert's. Nichts passiert. Gut, er darf als nächstes... Dann spotten wir lieber nochmal. Na, metzeln wir den hier nieder. An exemplary strike. Kane cleanses the body. Agatha. Erstmal gemetzeln. Sehr schön, beide getroffen. Müssen wir einmal kurz nachladen, keine Munition mehr. Run and gun, denn dann können wir noch einmal schießen. Sehr schön. Und wieder eine Giftwolke, nice. Okay. Dann erst einmal hier draufhauen. So, da weg. Die sind eh alle gespottet von Ebela. So, der andere Typ ist down. Jetzt haben wir nur noch einen.
Den werden wir von hier definitiv nicht bekommen. Be careful not to cross my gaze. So, was kann sie jetzt hier anrichten? Also zunächst einmal die Neugierde, genau. Dann haben wir noch mal eine Schwächung drauf. Und übergeben, glaube ich, nee, an Abelard können wir nicht übergeben. Wir können nur so übergeben. So, rüber, draufmetzeln, sehr schön. Nochmal draufmetzeln. Und dann sollte es gleich vorbei sein. Sehr schön. Die brauchen nichts mehr machen und Ebola beendet das jetzt. Die Situation bewerten ist abgeschlossen. Brauchen wir nicht mehr. Und so langsam lässt das Gas nach. Sehr schön. Da haben wir Güter. Pascal, du stehst hier direkt neben Gütern. Aber wo sind sie? Da vorne, mitten in der Gaswolke. None shall stand in my way. So, dann plündern wir hier nochmal eben alles und schauen, ob es hier noch irgendetwas gibt. Wir haben Wissen über das Imperium. I did it. Okay. Sammeln wir natürlich auch alles mit ein. Was sagt eigentlich die Map? Ja, hier in dem Bereich könnte vielleicht noch was sein. Das muss natürlich auch wieder Pascal machen. My success is an irrefutable certainty. Gut, hier haben wir auch noch ein paar, die wir ausplündern können. Hier auch. Und dann sollten wir eigentlich durch sein. Ne, da haben wir noch was. Ah, hier die Güter. Gut, weg hier. Zu viel Mutantengas. So, ich glaube, das war's jetzt aber hier. Ja, die Quest ist weg. War das hier das Fäulnis? Wieso ist das bei abgeschlossene Aufgaben? Ah, nee. Die abgeschlossenen Aufgaben werden nur zusätzlich angezeigt. Okay. Nee. Hand des Hungers ist natürlich noch offen. Gut. Na, hin und wieder noch alles ein bisschen verwirrend. Aber zumindest laufen die Kämpfe jetzt ganz gut. Wir haben keine Wunden, keine Verletzungen. Perfekt. Wenn wir allerdings den ganzen Symbolen und Maps trauen können, müsste ja hier noch irgendwo eine Mission sein. So, da haben wir noch Güter. Wurden hier auf der Map gar nicht angezeigt. Interessant.
Nee, mit dem Vagabund brauchen wir nicht sprechen, der ist ja eh hinüber. Ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren. Also, da war das Versteck. Ah, okay, wir sind hier weiter in die Ecke gedüst. Okay, gut. Hier war ja das Tor, wo wir auch nochmal mit den Soldaten sprechen können, eventuell. So, das war's jetzt. Na gut, okay. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Oh, da ist was. Fast noch die letzten Güter vergessen. So, jetzt können wir abhauen und auf der Map natürlich auch nochmal schauen, ob wir hier nicht irgendwo noch eine Mission haben. Ansonsten springen wir wieder in den Orbit. Ja, wir haben hier noch diese Icons, ne? Ne, alles weg. Dann ab aufs Schiff. Und dann können wir gleich den Kurs setzen. Aber wir haben uns ja ein neues Maschinenteil gegönnt. Ja. Auf jeden Fall mehr Trefferchance. Sehr schön. Haben wir hier schon mal ein kleines Update. Ansonsten haben wir natürlich nichts. Wir könnten unseren Rumpf stärken. Rambok. Okay, Rambok haben wir aber noch nie eingesetzt. Dann behalten wir vielleicht die Teile lieber, um zu heilen. Weil wir ja doch ziemlich viel Schaden fressen. Wie schaut's eigentlich aus? Das wäre sicher zum Imperium. Oh, guck mal an, hier wurde nicht übersetzt. Gut, wir haben hier aber eine schlimme Nachricht und eine Situation, die uns um die Ohren fliegen könnte. Aber wie lösen wir jetzt die Situation? Also die müssen natürlich entsprechend bestraft werden. Keine unnötigen Todesfälle, ja, ich weiß nicht. Diejenigen, die rebellieren, sollten schon sterben. Ja. Einfach den rebellierenden Clan umnieten und dann ersetzen. Oh Mann, was ist jetzt hier schon wieder los? Sollen wir hinfliegen oder nicht? Nee, vorwärts. Es gibt keinen Grund, das nicht zu machen.
So, jetzt wird es hier irgendwie ein bisschen übersetzungstechnisch nicht ganz rund. Aber wir setzen weiter Kurs für die Expedition. Wir werden hier wahrscheinlich wieder so ein paar Messages haben und danach eine Belohnung bekommen, hoffentlich. Aber wir müssen hier eine Nachricht für den Chor auch nochmal raussenden. Gut, dann machen wir alle drei Warp-Sprünge. Und der Schlund ist turbulenter als sonst. Ja. Nützt nichts. Ein paar schreckliche Stürme sollten uns nicht aufhalten. Ah, komplett auf Englisch. Sehr nice. Nein, wir leiten ein. Wir brechen hier nichts ab. Auch wenn es unser Schiff zerstört, dann ist das nun mal so. Gut, dann werden wir uns mal den Incident Report anschauen. Und gucken, wie schlimm die Situation ist. Gut, ein paar Tote, ein paar Verschimmelte und Tod und Zerstörung passiert. Was sagen unsere Maschinen? Ja, diese Entscheidung hat uns jetzt sehr viele Geister und Menschen gekostet. Aber so ist das nun mal. Und der letzte Report, der Aufklärungsreport, sagt was? Ja, na gut. Es ist, wie es ist. Ah, shit, zurück nach Footfall. Gut, so viele schlechte Nachrichten. Ich glaube, den Schiffsstatus ziehen wir uns nicht noch rein. So, hier können wir überhaupt nicht hin, oder wie? Ja, wir werden uns persönlich drum kümmern. Ich will unbedingt in dieses System reisen. Koste es, was es wolle. Außer wenn unsere geliebten Charaktere draufgehen, dann ist der Preis, glaube ich, doch ein bisschen zu hoch. Aber gut. Na, wieso Pause? Irgendwelche Güter in der Nähe? Nein. A new challenge for me. Oh, da ist der Geist. So, ist sie das wirklich? So, Rekaff. Okay. Quasi Kaffee.
So, angreifen. Ist natürlich eine Illusion, können wir nicht machen. Sie kann's nicht sein. So, was will sie jetzt von uns? Oder? Ja, genau. Wer hat sie denn getötet? Und die Theodora-Hexe hat Idira gefangen. Ja, in den Höllenschlund zurückschicken. Und sie beleidigt uns. Gut, auch wenn ich hier nun wieder mal ein bisschen düster bin, die Dame ist deutlich düsterer. Aber wenn sie Idira in ihren Händen hat, ist das nicht gut. Na, haben wir hier noch irgendwas? Ist hier nicht irgendein Monster, was wir umhauen können und dann ist Idira wieder frei? So. Ah, da ist Idira. Idira, verfall nicht im Wahnsinn. Stop mocking me. Oh, sie hat Schaden genommen. Schade. Ja, wir lassen sie gewähren. Oh,
Nein, das können wir nicht machen. Gut, tun wir so, als wenn das eben nicht passiert wäre. Und hier steht ja natürlich auch ganz eindeutig, was hier gerade passiert. Ich sollte mehr darauf achten, was hier links steht. Nee, Agatha darf nicht. Gut, sie lässt die Waffe sinken, das ist gut. Die Deera werden, die dürfen wir nicht töten. So, da haben wir doch unser Monster. Ein paar mehr. So, sehr schön. Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall Gegner, die wir umhauen können. Das ist das dicke Warp-Monster. Ansonsten haben wir hier noch ein paar kleine. So, positionieren wir mal. Tanks nach oben, damit die hier gleich alles spotten können. Die auf ihre Positionen, Henrix. Oh, mit dem haben wir schon lange nicht mehr gekämpft. Gut, alles klar, es geht los. Erst einmal die Defense Zone für die beiden. Dann Debuff auf den dicksten. Haben wir noch irgendeine Möglichkeit, ein bisschen mehr Damage zu machen? Nee, da werden wir Edira töten. Das ist nicht gut. Sehr schön. Die haben keine Maschinenteile, deswegen keine Schwächung möglich. Alles klar. Aber zumindest uns geben wir hier nochmal einen schönen kleinen Buff. So, dann darf Madame hier auch nochmal ran. Sehr schön, gut gemacht, Edira. Ja, der läuft jetzt in die Defense-Wolke. Das ist nicht ganz so geil. Ah, shit, das Ding kriege ich nicht so platziert, dass wir... Ah, ja, ein falsches Ding ausgewählt. So, nehmen wir hier, glaube ich, mal den dickeren, ne? Naja, aber in der Tat, das... Oder... Nee, wir nehmen hier links die beiden. Okay. Ja, kann sein, dadurch, dass das Warp-Monster sind, dass die davon nicht beeinträchtigt werden. Oh, hier sind... Noch ein paar Arbeiter. Na gut, ballern wir mal auf die Arbeiter.
weg mit dir. Ah, shit. Minimal überlebt hat er. Aber gut, dann hauen wir den hier mal komplett weg. Oder auch nicht, weil wir daneben geballert haben. Oh. Okay, sie unterstützt uns sehr schön. Gut, dann machen wir das so. Cassia geht auf die menschlichen Gegner und alle anderen auf diese komischen Mutantenviecher hier. So, Abela ist der Letzte, der hier irgendwie was machen darf. Deswegen tankt er jetzt erstmal alle. So, beide. Ja, beide haben Damage gekriegt. Okay, gut. Oha, okay, die Viecher muss ich schnell wegbekommen. Die Arbeiter kann Cassia gleich wunderbar wegwemsen. Na, komm schon. Dann halt nicht. Oh, dann machen wir das anders. Nee, weit wegstoßen brauchen wir nicht. Erstmal hier ein bisschen durchbuffen. Jetzt gib ihm. Leider nicht ganz umgenietet. Ah, nee, das kriege ich auch nicht sauber hin. Gut. Waffen. Er kann nichts mehr machen. Okay, er auch nicht. Er macht gar keinen Schaden, weil er übelst gedebufft ist. Na gut. Und er hat auch noch pariert. Nice. So, Mr. Pascal, du musst jetzt hier ein bisschen was killen. Erstmal hier wieder den dicksten debuffen. Ich wollte dich eigentlich nicht dahin stellen, aber müssen wir, glaube ich. Nee. Seine Chance auf Erfolg geht nicht wirklich hoch. Aber wenn wir dir diesen Buff hier geben. Nee, auch nicht wirklich. Schade.
Gut, Madame werden wir jetzt für die menschlichen Gegner nutzen. Als erstes die dicke 4-Zone. Gut, hat nichts gebracht. Na, die Debuff-Zone kriegen wir auch nicht so platziert, wie ich es gerne hätte. Okay, dann zumindest die beiden. Und 3 nehmen wir aus dem Spiel. So, dann haben wir hier Madame Agatha. Was hast du jetzt noch so für Möglichkeiten? Was für Debuffs hast du hier eigentlich drauf? Wieso treffen wir nicht wirklich? Ah, okay. Von den Bomben, die die hier rüber geworfen haben. Alles klar. Verstanden. Dann stehst du jetzt immer noch im Nebel? Leider ja. Sehr schön. Sehr schön. Ah ne, Run and Gun können wir nicht mehr einsetzen. Schade. Ah, alles klar. Oh! Madame, du bist nicht ganz auf der Höhe. Du solltest nicht angreifen. Nur Schmerzen unterdrücken. Dann spotten. Ja, jetzt haben wir beide hier. Und wir versuchen erst einmal ihn hier wegzubekommen. Sehr schön. Das ist eigentlich egal, aber passt. Na, hört mal auf mit euren Granaten da. Na, shit. So, aber vielleicht... Nee. Kriege ich, glaube ich, nicht. Ich kriege hier, glaube ich, nicht alle 3. Erstmal hier ein bisschen buffen. Und nun, nein, das war der falsche Angriff. Nein, Rundumschlag sollten wir auch nicht machen. So, da machen wir den meisten Damage. Gut. Okay. So, Abelard macht ein bisschen mehr Damage. Sehr schön. So, gib ihm. Kein legendärer Schaden, aber ein bisschen mehr Schaden. So, du beherrschst den Knüppel eigentlich auch ziemlich gut, ne? Ist
ist natürlich gefährlich, dass ich jetzt hier alle in die Mitte versammle. Sehr schön. Ja, schade. Gut, Madame, kannst du hier ein bisschen was zusammenziehen? Nur die beiden? Auch die Debuffen, der andere liegt auf dem Boden und schläft, ne? Aber okay, dann... Ah, shit, der eine hat überlebt. Justin geben wir nochmal eben Pascal und Pascal, kannst du ihn hier eventuell gleich finishen? Nochmal eben ein bisschen buffen. Dann haben wir hier irgendwo na, das greift wahrscheinlich nur für Fernkampf. Aber in unserem Fall reicht es aus. Und aus ihm sind zwei blaue Horrorviecher rausgekommen. Nice. Gut, die stehen zu weit weg. Das heißt, wir können da kein Damage drauf machen, aber zumindest mal schwächen. Nein, auch nicht schwächen. Das Ding bringt jetzt nichts. Lacht nicht wie eine Hexe, das macht mir Angst. Okay, nicht so der dicke Schaden, aber das passt schon. Ja, kriegst du das auch noch hin? Schade. Dira, dreh nicht durch. Oh, ein Glück. Nee, der stellt sich mal schön hier hin. Ertragen. Und spotten. Und dann kann ich den Angriff hier rausdrücken. Ja, ist eigentlich egal. Sehr schön. Eieieiei. Gut, das macht nicht wirklich viel Damage. Aber der AOE-Schaden ist natürlich kacke. So, dann buffen wir erstmal hier wieder. Die Stacks gehen immer höher, sehr schön. Die Stärke stackt bei ihm leider nicht. Wämst nochmal einen drauf. Und er kann natürlich auch Schmerzen ertragen, habe ich vorhin gar nicht gesehen. So, Mr. Abelard, du hast die Möglichkeit... Ja, nee, das lassen wir lieber. Er kann, glaube ich, auch AOE quasi einmal um sich herum. Aber wenn ich jetzt hier mich in die Mitte reinstelle, dann hat Pascal gleich Schwierigkeiten. Er wird zwar ihn jetzt hier aus dem Spiel nehmen... Ah, nee, komm. Experimentieren wir hier mal nicht rum.
Und die Analyse können wir jetzt auf ihn draufpacken, damit er noch mehr Schwächungen drin hat. Ja, das hätte ich vielleicht vorher mal ziehen sollen. Aber dann wissen wir Bescheid fürs nächste Mal. Ja, zu weit weg. Können kein... Oder? Ah doch, jetzt können wir uns bewegen. Sehr schön. So, dann ziehen wir uns erstmal unseren Buff rein. Und dann nehmen wir ihn raus. Sehr schön. Gut. Ein bisschen anders, als ich eigentlich geplant habe. Aber okay. So, hier packen wir noch ein bisschen Defense drauf. Sehr schön. Und da war es nur noch einer. Gut, das kriegen wir natürlich nicht hin. Agatha kann ihn hier von keiner Position aus angreifen. Run and Gun hat sie nicht mehr. Okay, sie tut uns hier was Gutes. Problem ist, die ist komplett im Chaos gefangen. Das ist ein kleines Problem. So, unser Team-Captain kommt dahin. Hat er hier die Möglichkeit zu spotten? Nein, hat er nicht. Ein Glück. Wobei die hier sind eigentlich egal. Das Vieh da hinten hat nicht mehr so viele Möglichkeiten, was zu machen. Oh, Henrix hätte, glaube ich, auch noch Ansturm gehabt. Aber okay. So, Pascal ist heute der MVP. Oh, sehr schön. Wunderbar. Damage reingedrückt. Und kriegst du jetzt perfekt. Und jetzt müssen wir nur noch Idira wieder zu Verstand bringen und dann passt das. Nein, nein, wir wollten eigentlich den dogmatischen Weg gehen, aber nein, können wir hier nicht machen. Also wir können Idira nicht töten. Gut, wenn sie sagt, es wird keine Fehler mehr geben, dann glauben wir ihr. Sie ist natürlich auch ein Powerhouse, deswegen dürfen wir sie nicht töten. Na, Agatha, entspann dich mal.
Nein, wir werden sie nicht töten. Was ist mit euch los? Ja, der Warp hat sie einfach überlistet. Ah, okay, es macht jetzt Sinn. Also dadurch, dass sie die ganze Zeit diese Schuldgefühle hat, hat sie dann wahrscheinlich auch den Geist hervorbeschworen. Gut, wir werden dir auf jeden Fall helfen. Ja, schon wieder das mit dem Töten. Was ist los mit euch? Die werden wir definitiv nicht töten. Genauso wie Cassia. Selbst wenn die Mist baut, dann ist das halt so. Unter Arrest stellen machen wir auch nicht. Wir lassen uns irgendwas einfallen. Gut, ja. Lass sie behandeln, okay. Aus einer Luftschleuse, wer? Was ist mit euch los? Lass sie behandeln und gut ist. Dann kann ich hier noch irgendwo was looten. So, hier haben wir noch ein paar Granaten abgreifen können. Perfekt. Gut. Okay, dann greifen wir uns hier nochmal das letzte Loot-Item, düsen auf die Brücke und das war's dann für heute. Ja, Adira hat einen kleinen Zusammenbruch gehabt. Ach komm, wer hatte den nicht? Ein paar Leute sind draufgegangen, das ist passiert. Ist ja hier keine Einhorn-Regenbogen-Welt, sondern die harte Realität. Gut, damit sind wir auf der Brücke angekommen. Beim nächsten Mal werden wir wieder ein bisschen durch die Gegend reisen. Ich will sehen, ob wir jetzt endlich im Imperium sind oder nicht. Falls wir dort überhaupt hinkommen können. Nein, wir sind immer noch nicht da. Ah, shit, okay. Na gut, beim nächsten Mal geht's weiter, dann wahrscheinlich hier auf den sichereren Routen.
Ich glaube, wir sollten uns hier mal wieder ein bisschen um Footfall kümmern, damit die ihre Lebensmittel bekommen. Ja, das ist der Plan. Mal schauen, ob ich nicht wieder auf dumme Gedanken komme und hier irgendwie abweiche.